しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。Seit 2005 erschienen ganze 17 Spiele der Yakuza-Reihe auf einem halben Dutzend Systeme. Dazu gehören 8 Hauptteile, 5 Remaster, 2 Remakes sowie mehrere Spin-offs, von denen 4 Stück bisher nur auf Japanisch erhältlich sind. Es ist eine gigantische Serie, deren Spiele jeweils zwischen 20 und 40 Stunden beanspruchen. Deutlich mehr, wenn ihr euch auch nur ein paar der zahlreichen Nebenbeschäftigungen vornehmt. Als Neuling fühlt man sich daher schnell verloren und weiß nicht, welche Spiele nun wirklich essentiell sind oder ob es eine optimale Reihenfolge gibt. Und als so etwas wie ein Experte der Reihe bekam ich über die letzten Jahre eine Frage ganz besonders häufig gestellt. Mit welchem Yakuza-Teil soll ich anfangen? Oder besser gesagt, in welcher Reihenfolge soll ich sie spielen? Welche Version wähle ich und kann ich bestimmte Titel komplett auslassen? Leider ist die Antwort nicht ganz so einfach und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise, ob ihr gewillt seid, alte Hardware zu nutzen oder eine japanische Fassung mit separater Übersetzung zu spielen. Daher werde ich zunächst den für mich optimalen Einstieg erklären und Stück für Stück Alternativen durchgehen. Versteht es am besten als eine Art qualitatives Ranking, wobei ihr natürlich selbst entscheiden solltet, welche Faktoren für euch am wichtigsten sind. Denn eigentlich könnt ihr auch problemlos mit dem Teil starten, der euch gerade am ehesten anspricht oder momentan den leichtesten Zugang ermöglicht. Kein Teil der Reihe wird euch planlos zurücklassen. Aber ihr hättet sicherlich nicht auf dieses Video geklickt, wenn ihr euch damit zufrieden geben würdet. Also, wie bei jeder anderen Serie mit einer übergreifenden großen Handlung empfehle ich auch hier die chronologische Reihenfolge. Damit beziehe ich mich jedoch nicht auf die zeitliche Abfolge der Geschehnisse innerhalb der Spiele, sondern schlicht deren Veröffentlichungen. Ja, im Kanon bildet Yakuza Zero den Anfangspunkt, allerdings wurde es wie auch die anderen Ableger hauptsächlich für bestehende Fans der Reihe geschaffen und spielt offen mit euren Erwartungen bezüglich der Protagonisten. Zudem ist es gespickt mit Referenzen und sogar der größte Twist von Yakuza 4 wird gespoilert, wodurch dieser Teil beim späteren Spielen etwas an seiner Dramaturgie einbüßt. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die mit Zero eingestiegen sind und keine Probleme damit hatten. Das ist doch gar nicht mein Punkt. Natürlich könnt ihr problemlos der Handlung folgen und werdet gut in die Spielwelt sowie deren Figuren eingeführt, was übrigens auch bei jedem anderen Teil der Fall ist. Trotzdem, und ich erkenne, wie herablassend das klingt, können diese Leute nicht ihre Erfahrungen mit Personen vergleichen, die zuvor Yakuza von Teil 1 bis 5 verfolgt haben und für die Zero, mich eingeschlossen, dadurch eine bessere Erfahrung war. Allein schon, weil es so offen mit euren Erwartungen spielt oder euch Informationen zu Figuren gibt, deren Einführung in späteren Teilen ein wenig ihre Besonderheit raubt. Doch vor allem sind es die zahlreichen Referenzen gerade in Nebenmissionen mit ihrem spürbar positiven Einfluss auf die Erfahrung, die ich einfach nicht missen möchte. Demnach ist es meine ernste Empfehlung, mit Teil 1 zu beginnen. Aber bevor ihr nun losrennt, um euch das Remake zu holen, muss ich eine Sache klarstellen. Kiwami sollte nicht eure erste Wahl sein. Immerhin existiert die beste Version bereits ein paar Jahre länger und wurde zusammen mit dem zweiten Teil für sowohl PS3 als auch Wii U veröffentlicht. Es handelt sich dabei um treue HD-Remaster der originalen PS2-Version mit einigen Gameplay-Verbesserungen, von denen gerade Yakuza 1 massiv profitiert. So könnt ihr nun auch wie in späteren Teilen eure Items an Telefonzellen ändern. Kämpfe gewinnen durch einen funktionalen Auto-Lock-On bei Angriffen an immenser Lebensqualität und sogar einzelne Abschnitte wie das Gefecht in der Baseballanlage bekamen spielerische Verbesserungen spendiert. Ganz zu schweigen von der visuellen Überarbeitung, die den bis heute einzigartigen Look der PS2-Titel perfekt in glorreichen 1080p und 60 frames per second einbettet, fast komplett ohne Ladezeiten. Allerdings bekam diese Version nie eine offizielle Übersetzung. Zwar könnt ihr relativ günstig eine PS3-Fassung importieren, die auf jeder europäischen PlayStation 3 läuft, allerdings müsst ihr dann eine Textübersetzung beim Spielen nutzen, was verständlicherweise nicht jeder auf sich nehmen möchte. Erst recht nicht im ersten Durchgang. Die beste Alternative dafür sind PC-Emulationen beider Spiele, da ihr sie dort ebenfalls in hoher Auflösung sowie ohne spürbare Ladezeiten genießen könnt. Alle anderen Verbesserungen des HD-Remasters bleiben euch hingegen
dagegen verwehrt. Als nächstes stehen die originalen PS2-Versionen auf meiner Liste. Zwar hat gerade der erste Teil riesige Ladezeiten bei jedem Kampf, sowie kleinere Pausen zwischen Szenenwechseln auf den Straßen Tokios, dennoch erhaltet ihr hier die originale Erfahrung, die ich dem Remake deutlich vorziehe. Und hey, das erste Yakuza bekam im Westen sogar eine ziemlich unterhaltsame Synchronisation, bei der Majima von Mark Hamill gesprochen wurde. Es ist also nicht alles schlecht. You're too kind, Kazuma-chan. Okay, jetzt muss ich aber auch erklären, warum ich nicht der größte Fan von Yakuza Kiwami bin. Es ist korrekt, dass es der Erfahrung viele Elemente hinzufügt, aber keines davon fühlt sich wie eine Bereicherung an. Cool, Majima ist nun ein richtiges Meme geworden und taucht im Spiel so oft in Zufallskämpfen auf, dass es mit seiner originalen Charakterisierung kollidiert. Auch die hinzugefügten Szenarien wie die Ringsuche zu Beginn sind einfach nur nervig. Zudem ziehen sie das großartige Pacing des Originals unnötig in die Länge. Anstatt Kiryu während der Kampagne problemlos aufzustufen, muss ich wie in Zero nun endlos grinden, um sinnvolle Manöver freizuschalten. Viele dieser Probleme sind in Kiwami 2 übrigens nicht länger präsent, aber auch hier gibt es gewisse Abstriche. So fehlt zum Beispiel ein gesamtes Areal und selbst visuell ist es in einigen Stellen schwächer als die zu jeder Zeit perfekt in Szene gesetzten Bilder des Originals, das die PS2-Hardware komplett ausreizte. Glaubt mir bitte, wenn ich sage, dass beide Kiwami-Teile trotzdem gute Spiele sind und ich sie nicht grundlos schlecht reden will, nur bieten sie eben eine deutlich andere Erfahrung als die Originale. Und sollten in meinen Augen eher als nettes Zusatzmaterial für Veteranen behandelt werden. Wenn es euch aber zu viel Aufwand ist, das HD Remaster mit Übersetzung zu spielen, die Titel am PC zu emulieren oder eine PS2 zu organisieren, verstehe ich das total und mache niemandem einen Vorwurf. Jedoch geht es in diesem Video eben um meine Ansichten der optimalen Erfahrung, weshalb ich weiterhin für die originalen Versionen einstehe, da ich sie deutlich präferiere. Die restliche Reihenfolge sollte dagegen weniger kontrovers sein. Folgt einfach den Veröffentlichungen und spielt nach Teil 2 die darauf folgenden Sequels bis Yakuza 5. Am besten nehmt ihr dazu die neuen PS4 Remaster. Es sind die exakt selben Titel und wie schon beim HD Remaster der ersten beiden Spiele erhaltet ihr hier eine objektiv bessere Erfahrung dank sauberer Framerate, höherer Auflösung, angepasster Übersetzung und im Fall von Yakuza 3 sogar mehr Inhalte, die man bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Westen kürzte. Im Anschluss an Teil 5 ist es übrigens ganz euch überlassen, ob ihr zu Yakuza 0 wechselt oder direkt Yakuza 6 einlegt. Letzteres knüpft an die Ereignisse von Teil 5 an und bringt die Handlung des Protagonisten Kazuma Kiryu zu einem schönen Abschluss. Nutzt allerdings auch eine neue Engine inklusive anderem Kampfsystem, während ihr für 0 keinerlei Umgewöhnung braucht und Yakuza 6 sogar ein paar kleinere Anspielungen auf diesen Titel hat. Ich für meinen Teil finde es zumindest angenehmer, der chronologischen Veröffentlichung zu folgen, da man so die Veränderungen besser mitbekommt. Von den kleinen PS2-Anfängen bis hin zur aktuellen Dragon Engine der PS4, die Entwicklung der Serie und ihrer Figuren mitzuverfolgen, gehört für mich zu den besten Eigenschaften des Franchise. Wenn ihr wollt, könnt ihr das aber auch alles ignorieren und mit Yakuza 7 einsteigen, das bei uns den Titel Like a Dragon haben wird, da dieser Titel eine vollkommen neue Geschichte erzählt. Mitsamt neuem Protagonisten, Stadtteil und sogar Kampfsystem, in dem ihr eure Gefechte wie in klassischen JRPGs rundenbasiert austragt. Ich glaube, irgendjemand hat die japanische Version sogar schon auf seinem Kanal vorgestellt. Bei den ganzen Spin-offs könnt ihr euch übrigens frei austoben. Solange ihr sie zumindest spielen könnt. Die beiden Samurai-Ableger Kensan und Ishin sind nämlich nie im Westen erschienen. Immerhin könnt ihr die Spiele aber recht günstig importieren und dank der grandiosen Fanübersetzung auch ohne Japanischkenntnisse genießen. Diese habe ich übrigens genau wie alle anderen vorhandenen Guides in der Beschreibung verlinkt. Wer die beiden PSP-Ableger spielen will, muss dagegen deutlich mehr Arbeit oder besser gesagt Verständnisprobleme in Kauf nehmen, denn keines der Spiele bekam bisher eine fertige Übersetzung und selbst Bemühungen mancher Fans aber liegen schon länger auf Eis. Schade, da es sich hier um technisch beeindruckende Werke handelt, die das Kampfsystem hervorragend und an die neue Hardware angepasst interpretieren. Fast vergessen hätte ich übrigens das Zombie-Spin-off Dead Souls für die PS3, von dem ich mir ehrlich gesagt einen Remaster wünsche, da es in seiner Urfassung wegen grauenhafter Framerate-Einbrüche teilweise unspielbar bleibt. Prinzipiell habe ich nämlich nichts gegen das nette Experiment mit seinen unkonventionellen Shooter-Mechaniken, nur
ist es in seiner einzig erhältlichen PS3-Fassung kaum empfehlenswert. Deutlich einfacher macht es mir Judgment mit seiner fantastischen Handlung und einer Weiterentwicklung des Kampfsystems unter der Dragon Engine. Zwar zieht es seine Geschichte wie auch die späteren Yakuza-Sequels unnötig in die Länge, kann dafür aber unabhängig vom restlichen Franchise gespielt werden. Übrig bleiben damit nur noch das Fist of the North Star-Spiel Lost Paradise, das sich den Mechaniken und Sprechern der Yakuza-Serie bedient, sowie der Smartphone-Ableger Yakuza Online. Beide kann man ruhig vernachlässigen und sollten definitiv nicht euer erster Kontakt mit der Serie sein. Damit habt ihr nun einen kleinen Überblick der Serie und könnt den für euch besten Einstiegspunkt wählen. Erneut, es gibt auf die Frage nach der besten Reihenfolge keine korrekte Antwort, aber ich habe hoffentlich deutlich gemacht, warum ich den chronologischen Release-Daten folge. Die Hauptsache ist jedoch, dass ihr der Serie überhaupt eine Chance gebt und ich freue mich einfach über die seit Yakuza Zero stark angestiegene Popularität der Reihe. Vor noch ein paar Jahren hätte sich niemand für so ein Video hier interessiert. Und ob ihr nun meiner Empfehlung folgt, mit den PS2-Spielen zu beginnen oder mit einem anderen Teil einsteigt, ist letztendlich egal. Ich freue mich jedenfalls, euch in dieser großartigen Welt begrüßen zu dürfen. So, das ist das Ende des Videos und während hier im Hintergrund gerade die Namen aller Leute vorbeilaufen, die meinen Kanal mit $10 im Monat unterstützen, möchte ich einfach nochmal kurz allen Leuten danken, die mich generell auf Patreon, ja, und unterstützen, egal mit welchem Beitrag und möchte auch nochmal darauf hinweisen, falls ihr den Kanal wertschätzt und wollt, dass ich eben schaffe, mehr Videos zu machen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich habe jetzt auch für dieses Yakuza-Video hier nochmal für alle Leute bereits ab dem ersten Dollar einen Behind-the-Scenes-Beitrag veröffentlicht, wo ich generell über die Reihe spreche und nochmal so ein eigenes Ranking davon mache. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen und natürlich auch die anderen Beiträge. Also es gibt monatlich dann immer 4 bis 5 Reviews, 3 bis 4 Meinungsbeiträge, immer noch ein Lost in Translation, wo ich eben Japan-exklusive Titel vorstelle, was immer ganz lustig ist. Ich habe mittlerweile einen monatlichen Podcast angefangen, so ein alleiniges Ding, wo ich einfach für eine Stunde oder so über den vergangenen Monat spreche. Das ist auch für alle verfügbar bereits ab dem ersten Dollar. Da kriegt ihr auch immer so ein bisschen mehr den Einblick, was mein Plan für den Kanal ist, was mein Plan für Patreon ist, aber auch eben so ein paar persönliche Sachen. Also wenn euch das interessiert, dann guckt da einfach gerne vorbei. Natürlich möchte ich auch nochmal auf die Streams hinweisen, also da einfach twitch.tv/speckobst bin ich momentan dienstags weiterhin immer um 20 Uhr, aber ich habe auch so begonnen, mir mal andere Tage rauszunehmen und andere Sachen zu machen. Momentan spiele ich zum Beispiel Resident Evil 4 in der originalen GameCube-japanischen Version auf dem Professional Difficulty durch und würde mich einfach freuen, wenn ihr mal da vorbeischaut. Die Videos werden auch immer hochgeladen auf meinem Zweitkanal Heilsenf. Der ist auch verlinkt. Und ja, ich glaube, das wär's. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für alle. Das hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert, das Video herauszubringen. Aber das nächste ist bereits in der Produktion und sollte auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wahrscheinlich schon nächste Woche. Ich will keine Versprechen machen. Aber ja, vielen, vielen Dank. Auch einfach nur, wenn ihr die Videos schaut, kommentiert, liked, teilt oder sonst was. Ich bin für alles einfach nur mega dankbar. Wir haben die 7000 Abonnenten geknackt. Und wenn ihr wirklich weitere große Projekte haben wollt und es mir möglich machen wollt, hier mehr Inhalte zu bieten als vielleicht nur 1-2 Videos im Monat, dann würde ich mich halt wirklich über die finanzielle Unterstützung auf Patreon freuen. Vielen Dank auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!